Und ihr müsst verzeihen, dass wir ein bisschen später sind. Das hat zwei Ursachen. Ach, erste Ursache, ich habe verpennt. Ich bin rechtzeitig nach Hause gekommen, bin aber aufgrund, weil ich nur 3 Stunden Schlaf habe, ein bisschen ins Trudeln geraten und bin zu spät dran gewesen. Zweite Ursache war dann, dass Skype irgendwie immer wieder ausgeht. Und das immer nach 3 Minuten so circa. Jetzt testen wir, aber ich wollte jetzt einfach mal online gehen, um euch wenigstens zu berichten, damit ihr hier nicht, ich sehe ja, dass ihr alle schon wartet und guckt und ja, damit ihr wenigstens irgendwie was mitkriegt. Und falls wir heute mal zum Spielen kommen, wir regen uns gerade über die Technik auf. Gucken wir mal weiter. Wir warten jetzt einfach ab. Da ist jemand hinzugestoßen. Wer ist es? Einer beim Tabletop. Ich stehe auch noch als H1Z1-Spieler drin. Nicht ganz richtig. Was ist hier überhaupt los? Alle Scheiße heute. Ja, wir wollen eigentlich eine Rollenspielrunde machen. Also hier Shadowrun. Nur gerade ist irgendwie die Technik bei uns am Abkratzen. Jedes Mal schließt Skype, womit wir hier unsere kleinen Fensterchen sozusagen einrichten, damit ihr uns alle sehen könnt. Und das jedes Mal sagt dann, dass wir uns das Premium Skype holen sollen, was überhaupt gar nicht in Frage kommt, weil Premium Skype brauchst du dafür nicht. Haben wir das gesamte letzte Jahr nicht benötigt. Bei mir gab es heute auch uns. Da ist es schon wieder abgebrochen. Ja, super. Ja. Also, irgendwas stimmt mit Skype nicht und das heutige Update scheint. Da unten steht's wieder. Hallo. Ja, bei mir auch. Ja, der BA, also, der googelt gerade, glaube ich, ob da heute irgendwelche. Sachen bei Skype passiert sind, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Wir spielen heute die 4. Edition vom Tabletop. Das ist richtig. Also die 4. Edition vom Shadowrun auf dem Tabletop-Simulator. Aber es funktioniert technisch gerade überhaupt nicht. Ich könnte kotzen. Nicht vergessen ins Essen, ne? Das kommt dann wieder raus. So, die Überschrift kann ich auch noch ändern. Die durch die ganze Hin- und Her-Klickerei hier stimmt die auch noch nicht. Wer spielt was? Also nochmal, wir spielen die 4. Edition von Shadowrun auf dem Tabletop Simulator mit Skype als Kommunikationsprogramm. Und ihr seht uns eigentlich in den Fenstern dann, jeder Spieler und der Name des Spielers darüber. Und Charaktere, Daten erstellt ihr wie. Was? Charaktere, Daten erstellt nach wie vielen Gruppen?
Also, na, wie viel? Na, 400 Generationspunkte. 400 Punkte sind erlaubt. Und Charaktere werden halt nach der Standard 4. Edition erstellt. Das Einzige, was ich nicht haben will, ist ein Necromancer. Wieso? Weil es dann noch fuck ein bisschen Probleme mit noch hat. Das ist ein scheiß Charakter. Ja, er sagt so ein scheiß Charakter, aber dann, der kommt da damit noch nicht klar, so und mit dem, was er machen kann. Und nein, ich finde einfach nur die Art und Weise, wie der in die Matrix reingeht, kacke. Ja, okay. Dann halt so rum. Dann wird nämlich, dann werden zwei Charaktere nämlich total nutzlos. Also Brumme, falls du da sein solltest, ne, weißt du schon mal Bescheid, was für einen Charakter du machen kannst, ne? Den Necromancer. Aber ich glaube, das mit Skalpen kämmen heute wird nichts. Ja, demnach braucht man dann aber nicht spielen. Ja, das sieht doch kacke aus. Soll er dann den Tabletop-Simulator auf groß machen oder was? Ja, oder dich halt nur mit dem Cam. Ja, aber naja, gut, okay, wenn er sich nur groß macht mit der Cam, dann braucht er ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, doch, müsste eine hier funktionieren, aber sieht ja auch doof aus. Finde ich als Runde dann nicht unbedingt passend. Ich mag's ja schon nicht, wenn einzelne Leute ausfallen. Aber wenn alle ausfallen, ist es doof. Was wollen wir aber machen? So, nochmaliger Versuch, und also ich bin wieder hier. Huhuhu. Ach, erstellt ihr jedes Mal neue Chars? Nein. Du hast gefragt, wie wir sie erstellt haben. So, mit dem nächsten. Aber was ich mal machen könnte, der BA, der kriegt jetzt auch schon mal sein eigenes Fenster, der ist auch in den nächsten Wochen dann mal zu sehen. Wenn übrigens jemand eine Idee hat, mal ausgenommen von Skype, ein Ersatzprogramm anstelle von Skype, weil das wäre jetzt hilfreich, nämlich es scheitert jetzt wirklich nur noch an der Technik, die übrigens ein Jahr lang funktioniert hat, deswegen habe ich mich nie nach was anderem umgeschaut. Gesehen. Das hat sogar länger funktioniert. Nee, wir haben erst im Februar angefangen. Ja, aber ich benutze Skype schon ein paar Jahrzehnte länger. Richtig, weil damit hatten wir auch noch unseren WoW-Clan damals ja drüber gemacht gehabt. Ja, WoW und gleichzeitig von jedem, der da mitgespielt hat, ein Cam drin. Nein, keine Cams. Wir haben es ja nicht über Twitch laufen gelassen, aber wir haben darüber Gruppenunterhaltung eben halt, richtig mitgemacht weil gehabt. Weil wir nur keinen TS haben. Also einen eigenen TS nicht haben. Ah, okay. Und daher haben wir dann immer Skype benutzt gehabt. Ja, so oder so. Also, wenn die jetzt tatsächlich kommerziell werden, muss man sich umsehen. Entweder gucken wir, wie teuer das ist. Und vielleicht braucht man ja nur ein Goldmitglied, das kann man ja vielleicht dann auftreiben, dann zahlen wir das alles zusammen. Und dann. Aber wenn jeder jetzt sozusagen ein Premium-Mitglied sein muss für so eine Gruppenunterhaltung, dann kann man sich am Kopf fassen, dann ist es nicht tragbar. Also ich habe jetzt herausgefunden in meiner Recherche, nichts Produktives, also es gibt keinen Fix dafür, ist irgendwo irgendein noch Bug von dem neuen Update und du bist nicht der Einzige, den das betrifft, Volker. Okay. Ziemlich viele Leute. Irgendein Fehler von Skype her. Ich hätte einfach nicht auf OK klicken sollen. Ja, aber dann hätte es vielleicht nicht funktioniert, weil du dann doch auf OK klicken müsstest, um es nutzen zu können.
Ja, aber ich sag's ja eigentlich immer fast jedem anderen auch, ne, so von wegen, in ein funktionierendes System greife ich nicht ein. Und und trotzdem tue ich es, indem ich es update und damit nur verschlimmbessern Im kann. wahren Leben, ne? Ich So habe mich ja wir auch die. geupdatet. Hab zugelassen, dass ich dich kennenlerne. Hab zugelassen, dass ich dich heirate. Ach, Herrgott. Willkommen bei Domian. Heute ist freie Themennacht. Wie kann So, ich helfen? Hallöchen, Leute. Ich suche was Neues, Junges. Bitte melden. Ja, toll. Ja, hallo, Volk hat damit angefangen. Fickschnitzel. Ich müsste mich mal wieder so ein bisschen updaten. Vor allem up und daten, ne? Okay, nee, da war ja noch die Frage eben vom Blood Mage. Ja, und schon sind wir wieder weg. Yay! 4 Minuten. Fick dich, Skype! Okay. Ja, aber auf die Frage gehe ich doch mal eben ein. Okay, wer spielt als was? Also, was habt ihr für Chars gebaut? Wir haben also erstmal Garafdi und Garafdir sowie der Shadow und Leo. Das sind halt Lykan S, Shadow und Leo, das sind die Namen, die du da siehst. Die haben noch nie vor Shadowrun gespielt. Ich habe die erstmal in. Alle vier habe ich ins Rollenspiel damals eingeführt, indem ich mit den DSA angefangen habe. Sagt dir bestimmt was, das schwarze Auge. So, das ist ja wirklich so ein Anfänger-Spielsystem. Wir haben es auch mit dem leichtesten angefangen. Wir haben mit der dritten Edition beim DSA angefangen. Und wenn wir im. Ja, wenn wir im Februar wieder DSA spielen würden, was ich glaube nicht passieren wird, bin mir nicht sicher, aber wenn es halt gut angenommen wird, ziehen wir Shadowrun noch ein bisschen länger durch als ein halbes Jahr. Dann. Also es ist halt so gewesen, wir würden dann auch weiter die dritte Edition spielen. Nicht die fünfte, nicht die sechste oder was auch immer als nächstes kommt. Weil ich halte diese ganzen Editionen total für unnötig. Wofür braucht man neue Editionen kaufen, wenn man eine funktionierende hat? So, und wir spielen die vierte Edition beim Shadowrun. Hiervon habe ich alle Bücher. Wozu sollte ich mir die fünfte Edition von Shadowrun kaufen, um nochmal alle Bücher zu kaufen? Klar, die Geschichte läuft weiter. Es spielt dann im Jahre 2075 statt 2063 oder 2070, aber lassen wir doch einfach mal dem Spielleiter oder der Gruppe einfach mal ein bisschen Freiraum und lassen es einfach mal so weiterlaufen. Es ist ein Fantasy-Rollenspiel, also wen interessiert's? Also ich gebe jedenfalls keine hunderte von Euro nochmal für alle Bücher aus. Ja, und deswegen ist es die vierte Edition. Ich würde sogar liebend gerne die dritte spielen, aber davon habe ich nicht mal alle Bücher. Hatte ich mal. Die dritte fand ich sogar besser als die vierte. Alka? Ja? Kurz. Mal gerade wegen Video-Chat-mäßig. Ja. Klick mal auf den Link, den ich geschickt habe. Das ist jetzt über Google Das Face. Google FaceTime, ne? Oder so. Genau. Ja, das ist das, was ich schon mal, ja, was ich vorhin erwähnt habe. Es gibt von Google irgendwas, aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Bin jetzt einfach mal in so einem Ding drin, ich habe keine Ahnung. Plugin installieren. Muss ich dann auch in. Du musst nur in deiner Google-Mail-Adresse angemeldet sein. Glaube ich dafür. Können die Google. anderen ja auch mal machen. Aber Ich ich weiß halt habe nicht, gar wie genau keine. es Also, ist. ich habe zwar eine, aber ich habe aber kein Thank Google you. Chrome. Naja. Muss ich dann wohl haben. Ach, musst du Google Chrome dafür haben? Weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Das wird ja wahrscheinlich wieder irgendwas sein für Google Chrome, so ein Update-Ding.
Ja, das ging einfach über die